Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen hier bei diesem Video von mir. Ja, es hat lange gedauert, ich hatte viel zu tun, Uni und so weiter, von daher, möge man mir dies verzeihen, dass ich jetzt in der letzten Zeit nicht so aktiv war, aber jetzt bin ich zurück und ich habe ein lustiges Spiel mit euch anzuschauen. Und zwar handelt es sich hierbei um Lego Worlds. Böse Zungen behaupten, das sei ein Minecraft-Klon im Lego-Universum. Dem kann man so anschauen, wenn man will. Ich bin hier dieser Typ. Ich kann hier Sachen verkloppen. Oh, ich habe einen Bären! Richtig epische Musik. Alles drum dran, ich kann auf den Bären reiten. Wie geil ist das denn, Alter? Ihr seht hier, alles ist aus Legos gemacht. Man hat hier so ziemlich eine frei erkundbare Welt. Es gibt so NPC-Tiere und auch NPC-Mannequins, also so Lego-Figürchen. Und man kann Sachen berühren, das seht ihr, das passiert hier. Und dann hat man die Sachen sozusagen gespeichert und dann kann man die auch jederzeit wieder bauen. Man kann auch alles kaputt machen, seht ihr hier. Und wenn man es kaputt macht, kriegt man so eine... Wird einer geschrien? Das war aber nicht ich. Wer schreit da? Was ist das denn? Oh, ich kann hier. Komm her. Wow. Ding angreifen? Ja, es steuert sich halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sag ich jetzt mal. Okay. Tun, was halt so zu tun ist, Skelett. Wunderbar. I'm the boss here, dude. The fuck is wrong with you? This is my turf. So, auf jeden Fall, Pferde fallen von den Bäumen. Ich zeige euch mal das kurz, wie das ausschaut. Man kann hier nämlich durchschalten, zeige ich gerade auf Option. Ich kann mein Aussehen verändern, sofern ich was hätte. Kann ich jetzt leider nicht. Hier kann ich random shit. Und hier kann ich hingegen Helm so aufsetzen. Ach, Paleontologist und Explorer, wie auch immer. Man kann also so ein Mannequin hier bearbeiten, wenn man die Sachen hat. Verschiedene Hosentypen gibt es auch. Kleiner Penis, großer Penis, ich keine Ahnung, was das macht. Dann Hände. Oh mein Gott, man kann wirklich alles anpassen. Wie geil ist das denn? Das ist richtig fett. Frisur, wie auch immer, ja. Dann haben wir einmal, das war Mannequin und hier haben wir was Neues. Das heißt, das sind die Sachen, die wir bauen können. Ihr seht hier, das ist die Kohle, die man sammelt, indem man Sachen futsch macht. Diese, keine Ahnung, wie diese Einser-Blocks hier. Ist das Geld, wie in jedem Lego-Spiel bis anhin. Ich kann mir jetzt ein Pferd craften oder eben Bären, wie auch immer, was ich mir halt, das sind das unter Tiere. Hier gibt es Motorboote, ganze Fahrzeugsachen, die man halt sich so zusammen sammeln kann. Ich kann mir jetzt ein Skelett basteln. Da muss ich aber wieder Shit futsch machen, um dann wieder Kohle zu haben. Ich habe jetzt nämlich relativ viel Kohle ausgegeben. Das sind Elemente, die man craften kann. Die gibt es, glaube ich, in der Welt. Ich glaube, wenn ich jetzt beispielsweise hier Knusper-Knusper-Häuschen hinbauen möchte, dann geht das. Jetzt lädt sich da die Kanone auf und dann baut er das Ding dahin. Das sind so vorgefertigte Sachen, die man so bauen kann. Hat der Bär auch ein Häuschen? Ist doch prima. Wunderbar. Kann die Sachen drehen, Autobild on, wie auch immer. Das ist hier gerade gesehen, wie das ausschaut. Fallschaden gibt es übrigens nicht. Ich kann mir ganzes Rickhenge, Tower Corner, ganzes Schloss könnte ich mir hier zusammenbauen. Da irgendwas aus so einem 2D-Figürchen. Man kann aber auch, was ich. Deswegen habe ich das Spiel erst gekauft. Hier seht ihr Sets. Wahrscheinlich wird es irgendwann mal möglich sein, seht ihr hier, Lego Creator Changing Season, wird es möglich sein, Pakete einzuscannen. Jedes Lego-Paket hat ja eine ganz bestimmte Nummer. Und cool wäre es halt, wenn ich mir ein Lego-Set kaufe, dass ich das dann hier einscannen kann und dann eben die Objekte, die es da in dem Lego-Set gibt, auch hier benutzen kann. Das denke ich jetzt mal. Weil das Ding kostet ja, das muss man vielleicht auch mal sagen, das Ding kostet 15 Euro auf Steam. Und man kann zugegebenermaßen momentan nicht allzu viel damit anfangen. Aber
Ich denke mal, Lego wird sich da schon was gedacht haben und ich könnte mir vorstellen, dass anstelle von Microtransactions oder einfach nur In-Game-Items, dass sie so ihr Geld machen. Das heißt, keine Ahnung, ich kaufe mir jetzt das Batman vs. Riddler Lego-Paket und kann dann den Code hier einscannen und kann dann hier als Batman rumfahren oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass man da so vorgehen möchte. Hier sind die ganzen Pflanzen, Shit. Interessiert kein Mensch, Pflanzen sind doof und kann ich auch sowas finden. Hier, Items habe ich keine, Charaktere kann ich eben nur bauen. Und ja, ich denke mal, wenn ich was anderes finde. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Man kann, gut zugegebenermaßen, nicht allzu viele Bausteine hat man hier zur Verfügung. Aber wenn ich hier drücke... Ah doch, 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 doch. Also es gibt eine ganze Menge Bausteine. Was es halt noch nicht gibt, was ich ein bisschen doof finde, sonst hätte ich mich gerade an die Arbeit gemacht, ist, bla, so. Spring runter! Geronimo! Räder und so ein Kram. Also, ich könnte es mir echt geil vorstellen, wenn irgendwann mal sämtliche Lego-Bausteine, die es gibt, oder einen Großteil zumindest, was ist denn das hier hin? Das ist ein Eingeborener. Oder eine Eingeborene. Ja. Was ist, macht denn hier so ein Lärm? Ach. Eben, ja. Wie gesagt, wenn ich die Dinger futsch mache, dann kriege ich hier die Kohle. Was ich mir halt vorstellen könnte, wäre, wenn halt sämtliche Bausteine drin wären, dann könnte man sich ja prinzipiell, das war auch mein Hintergedanke, als ich das Spiel gekauft habe, könnte man sich theoretisch ein, man kann ja die ganzen Anleitungen und so, kann man ja im Internet runterladen, die ganz, für die ganzen Legos. Das heißt, theoretisch könnte man sich so eine Anleitung nehmen und dann eine Episode machen, wo man halt so ein Ding baut. Ich meine, die Bausteine sind da. Man könnte dann einfach sagen, hey, guck mal, ich habe sämtliche Bausteine, die suche ich jetzt raus und dann baue ich mir das Ding halt einfach virtuell. Aber man könnte sich ja da prinzipiell dann sämtliche Lego-Sachen zusammenbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gedacht ist oder ob das nur so ein Wunschtraum ist von mir, weil das wäre eigentlich echt cool. Also das wäre halt sowas, wo ich mir auch denken könnte, das könnte ich längerfristig machen und ich könnte mir auch vorstellen, keine Ahnung, wenn das irgendwer von euch interessieren würde, könnt ihr mir ja einen Kommentar da lassen. Und falls das irgendwann mal der Fall sein sollte, könnte ich mir ja da mal überlegen, was ich da bauen will. Oder ihr könnt mir auch da Empfehlungen in die Kommentare schreiben, falls ihr ein super Lego-Set kennt oder sowas, was man unbedingt nachbauen könnte. Ihr seht ja, die Bausteine, die es jetzt aktuell gibt, sind relativ beschränkt. Soweit ich das sehen kann, sind das einfach die klassischen Lego-Bausteine, wobei das hier nicht unbedingt der klassische Lego-Baustein ist. Und der hier auch nicht, aber wurscht. Falls es mal soweit sein sollte, könnte ich mir das echt vorstellen, dass ich sowas machen könnte. Ihr seht, ich kann hier sämtliche Lego-Bausteine platzieren. Klar, die Steuerung ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal, weil man ist ja halt Third Person und nicht wie bei Minecraft in First Person. Also das ist halt so ein bisschen der Nachteil. Aber ihr seht, man hat ja diese Hilfslinien. Und ich muss sagen, das fühlt sich so ziemlich genauso an wie mein CAD-Programm. kann ich die auch wieder wegnehmen? Ja, Rechtsklick. Das heißt, wenn man sich genug Zeit nimmt und die Anleitung hat, kann man höchstwahrscheinlich so ziemlich alles mitbauen. Und es die Teile gäbe. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt, weil großer Lego-Fan und so, ne? Also ich bin wirklich ein großer Lego-Fan und habe ewig auch als Kind richtig viel Zeit mit Lego verplempert, sag ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite macht es ja auch Spaß und ist für die Entwicklung des Kindes ja von Nützen, habe ich gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber... Aber ich finde, ja, es geht eigentlich. Also so krank schwer ist es jetzt auch wieder nicht, die Dinger zu platzieren. So, hier unseren Explorer. Aber eben, man hat hier diese relativ, sag ich jetzt mal, relativ große Welt. Die kann man entweder zu Fuß oder mit dem Pferd oder mit dem Bären, haben wir festgestellt, hier bereisen. Ist da vorne was bewegt oder ist das gerade gespawnt? Was zum Teufel ist das denn für ein Ding? Oh, das ist... Wie geil! Was ist das denn? Ist das ein U-Boot oder was? Die Frage. Ja, das ist ein U-Boot. Und ich habe einen Piraten gesehen. Hallo? Dude? Komm mal her. Ich hab Beef mit dir. Wahaha. Die Piraten einfach mal so vermöbelt. Das ist, glaube ich, ein U-Boot, so wie es ausschaut. Ja, sieht doch aus wie so ein U-Boot.
Die Frage ist nur, warum spawnt das Ding hier? Und nicht im Wasser. Egal. Jetzt habe ich dafür mein Pferd aufgegeben. Ich brauche wieder ein Pferd. Oder irgendwas. Aber ihr habt gesehen, so jedes Ding. Oh, da hinten. Ist das mein Knusperhäuschen? Ja, das ist mein Knusperhäuschen. Hä, bin ich jetzt einmal quer rundherum gelatscht oder was? Ah, nee, ich bin wieder zurück. Na, du alle, skid up. Komm her. Lovey, lovey time, Mickey. Komm her. Ja, guck mal, wie sie sich da schon vorbereitet. Servus, na, willst du Funtime oder was? Ja, das Pferd überlebt auch einiges. Ich find's so geil, wie hier alles wirklich aus Lego-Baustein gemacht ist. Ach, es gibt noch was. Boah, hab ich hier einen Bagger gesehen? Alter, ich komme mir echt vor, so wie so ein kleines Kind. Ein Bagger! The Digger. Kann man mit dem Ding auch... Ja, Dig Terrain in Space. Boah, guck mal! Ich kann hier einen Tunnel graben. Wie fett ist das denn? Das ist ja hammerhart geil. Jetzt gucke ich mal, wenn ich auf der anderen Seite wieder rauskomme. Ich schneide sonst das Video, wenn es allzu lange dauert. Und sonst lasse ich es einfach drin. Ah, das ist ja hammerhart geil. Ohne Witz. Was ich auch, das ist, möchte ich euch das mal kurz zeigen. Guckt euch mal hier hoch. Das sieht genauso aus wie Lego-Teil. Also ich finde es echt mit voll viel Liebe zum Detail gestaltet, das Spiel. Und ist klar, es ist, kann man sagen, ja, es ist... Hä? Kommt man hier nicht mehr weiter, oder was? Doch, komm mal weiter, was ist los? Hier schreit jemand. Ist das hier oder ist das oben? Ja, ich muss kurz meinen Bagger wieder zurückfahren. Okay, Kamera frickelt rum. Scheiße. Der ist festgefahren. Nein! Nein! Das kann nicht sein! Fuck you, blöder Bagger, ey. Bleib halt da, ist mir wurscht. Ich geh jetzt wieder raus. Warum ist die Kamera so doof? Ja, die Steuerung ist noch ein bisschen so gewöhnungsbedürftig, sag ich jetzt mal. Aber sieht auf jeden Fall schon echt geil aus, muss ich sagen. Das Ganze gefällt mir. Und ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwie ein bisschen mehr Inhalt hat, kann das ganz amüsant werden. Also es ist so wie, klar, man kann sagen, ja, ist Minecraft in Lego, aber ja, dann ist nun mal so. Scheiß drauf, ist trotzdem geil. Weil Minecraft ist geil, Legos sind geil. Naja. Ich will die beiden. Ach, scheiß drauf. Frag mich, was es sonst noch so gibt. Also man kann halt hier, wie gesagt, man kann im Moment kann man echt nur so ein bisschen rumrennen. Man kann die Welt verformen. Das muss ich euch noch zeigen. Da habe ich doch gar nicht gemacht. Und dann gibt's so. Oh! Hallo! Was ist mit dir los, Alter? Wo. Es geht ab! Komm her! Komm zurück! Höhlenmensch! Wie geil. Eben, die Welten sind auch prozedural generiert. Das heißt, so viel wie man gibt ein Seed ein. Und, also wie bei Minecraft, genau gleich. Mal hier. Mir die Truhe aufmachen. Ah, Knete. Blätter hoch. Was ich noch zeigen wollte, war das mit der. LOL, er kann einfach klettern überall. Was geht mit ihm ab? Ist es Spider-Man oder was? Lego Spider-Man. Oh, was hab ich denn gefunden, Alter? Eine Mördertruhe. Er geht halt auf, Alter. Er hat sie geöffnet. Was war das? Da irgendwas habe ich für mein Mannequin, glaube ich, freigeschaltet. Das heißt, Item... Oh, ein Fernglas! Wie geil! Hier die Typen, haben wir gesehen. Fahrzeuge, Bagger... Eben, die ganzen Dinger kann man nachher einfach so wieder herstellen. Falsch. Ist wieder runter. Nein! Dann fall halt runter, ist mir wurscht. Machst dir eh nichts. Oh, da war noch eine Truhe. Kann ich jetzt das Fernglas benutzen? Nee, das macht nichts.
In einem verlassenen japanischen Tempel. Ich hätte gerne noch ein weiteres Fahrzeug, irgendwas Geiles, sowas Flugfähiges oder so. Ich frage mich eben, wenn die Teile irgendwann mal drin sein werden, so Räder und so ein Scheiß, aber eigentlich müssen die ja schon drin sein, weil theoretisch, also wenn man das sich so anguckt, der Bagger hatte ja auch Räder. Von daher, theoretisch, müsste es nicht allzu... Ah, jetzt sind wir einmal um die Insel gelatscht. Okay, so groß ist das Ding gar nicht. Und hier ist nochmal so ein Assi-Pirat. Ist auch ein Sack, Alter. Da. Finde ich toll, dass man die einfach so vermöbeln kann. Ist wieder dieser blöde Lärm. Ach, irgendwer springt hier oben. Okay. Mach mal einer auf Tarnzahn, Alter. Na, wo ist er denn? Was geht bei dem ab? Der müsste doch... Ah, da! Ein zurückgebliebenes Kind. Wir erlösen dich. Kein Stress. Wir helfen dir da raus. Ich weiß, wie es geht. So. So geht das. Wunderprächtig. So, was ich euch noch zeigen wollte, wenn wir hier schon wieder draußen sind, dass ich die ganze Zeit habe ich angesprochen, aber es nicht gemacht. Das ist das hier. Add Terrain, genau. Ich kann mir in dem Fall einfach so Cube aussuchen und dann kann ich den da hinpflanzen. Das sieht so aus. Ich kann mir mal einen Kreis hinsehen und kann den so hinpflanzen. Das sieht ein bisschen natürlicher aus, sag ich jetzt mal. Da finde ich, klar, Steuerung wieder, wie gesagt, ein bisschen. Ist jetzt nicht der Burner, gerade im 3D-Modus. So, was man da machen kann, man kann dann flatten das Terrain, kann man dann. Das ist dann. Wieder anpassen, also kann man so im Nachhinein halt wieder anpassen, so mit dem Flachmachtool. Man kann aber auch eine runde Fläche nehmen. Das wirkt so ein bisschen, das kennen vielleicht gewisse Leute von euch aus Modding-Tools oder aber auch den ganzen Map-Creators. Funktioniert eigentlich fast gleich. Lower Terrain. Kann ich einfach wegnehmen. Ja, also es ist nicht spektakulär, aber ich meine, für Leute, die vielleicht ein bisschen Spaß dran haben, so einen Kram zu machen oder sich die Zeit dafür zu nehmen. Ah, können wir hier einfach ein Loch wegnehmen. Cut. So. Da. Cut. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich das jetzt hier rausgenommen? Ah, guck mal, hier kann man den Scheiß bauen oder was ist das? Wie komme ich da hin? View and Save Selection. Ach so. Man kann sich eine Selection auswählen mit dem... Select in Export Tool. Ach so. Okay, also wenn ich jetzt was gebaut habe, kann ich das mit dem Ding hier auswählen, kann das entweder kopieren oder aber ich kann mir nur das ausgewählte Element angucken, kann dann noch einzelne Veränderungen vornehmen und kann das dann abspeichern. New Model. Kann dem einen Namen geben, sagen Pipapo L oder wie auch immer. Und ja. Saving. Und theoretisch müsste das dann in meiner Bauliste drin sein. Das wäre hammerhart, wenn das so ginge. Die da wäre... Brick and Bills. Genau, da ist es. Pipapo. Ey, wie geil, Mann. Das heißt, man kann... Kann man die Dinger vielleicht auch verschicken? Ich habe mir das vorgestellt, wenn ich was baue oder so, dann könnte man das ja irgendwie teilen mit irgendwelchen Leuten. Und... Dann halt, keine Ahnung, muss das nicht jeder für sich bauen, sondern man könnte so in der Community sich Scheiße zusammenbauen und dann halt irgendwie ein geiles Ding halt irgendwie mit jemandem teilen und sagen, hey, guck mal, ich habe das gebaut, kannst du bei dir in deine Welt reinnehmen. Finde ich geil, also aktuell immer alles noch Singleplayer, also Multiplayer gibt's noch nicht, sollte aber dann irgendwann mal ein MMO werden, hallo. Das heißt, dass man dann auch... im Multiplayer hier auf der Welt rumrennen kann und zusammen irgendwelchen Scheiß bauen kann, wie das auch schon bei Minecraft der Fall ist. Es ist alles Lego, es ist so geil, Alter, es ist so fett. Wunderbar, ja. Nein, 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 nix. Scheiß drauf. Fick dich, so. Jetzt fahren wir zur... Ja, gut, das ist schon ein bisschen stressig, dass jetzt alle 2 Sekunden, wenn ich ein neues Objekt finde, dass dann direkt hier alles
dass dann immer diese epische Musik kommt und so, wow, you got the achievement, man. Babbo in the house. Aber allgemein ein sehr, sehr geiles Spiel. Also sehr, sehr geil ist vielleicht übertrieben, aber ich denke mal, es hat Mörderpotenzial. Wenn auch nur die Hälfte der Sachen eingebaut wird, die ich vorhin genannt habe, dann... Oh, wisst ihr, was ich da gerade gebaut habe? Stelle ich gerade fest. Ich habe da eine Ramp gebaut, Alter. Juhu! So, wollte ich eigentlich gar nicht, aber hat sich halt so ergeben. Ja, wenn auch nur die Hälfte der Sachen eingebaut wird, die ich mir so vorstelle, hat das Spiel auf jeden Fall Potenzial. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was hier so geht. Falls es Veränderungen gibt, kriegt ihr das hier bei mir mit. Deswegen vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Einfach auf den Abo-Button klicken oder hier auf dem Bildschirm irgendwo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hat mir Spaß gemacht, mit euch Lego Worlds anzugucken. Wie gesagt, 15 Euro im Steam Shop. Ja, ich denke mal, ist ja einfach Alpha und ist Early Access und alles. Das heißt, hier kommt noch eine Menge mehr. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Kovex von TIR Gaming out. Bis dann, Leute.